Christach, früher als Kind war die Zeit so lang, bis das Christkind vom Himmel herunterkam. Wat harze Backe, viel Plätzchen so fein, der Himmel so rot in einem ganz hellen Schein. Sei guldene Schleider, hab mir us gedacht, lässt es leise herunter, nur in der Nacht. Kim dann gucke, ob Fried auf der Erde ist und verteilt an der Fenster in Handvoll Niss. Schwindet dann flott in der Himmel zurück. Wer dabei gesehen, hat megalisch Klick. Der Opa verzählt am Mäue der Kinn. Ich hab nicht gesehen, doch wolltet nicht drin. Doch hort gesagt, wenn das nächste Mal kimmt, ist Christach auf Erd. Ist geboren dat Kind. Dann leuchten die Sterne vom Himmel so hell. Im Stall lädt dat Kind ganz friedlich und still. Maria und Josef knien betend davor, die Engel stimmen in im himmlischen Chor. Halleluja, lass Friede auf der Erde sinn, Gott in der Höhe, in der Krippe dem Kind. In der Stuff steht ein Baum mit Kuhle so bunt, mit Strohsterne, Kerze, mit Läfkuchen rund. Geschenke und Plätzchen hat's Christkind gebracht, auf Sohle ganz leis schwindet fort in die Nacht. Mir Kinder sind glücklich mit all deine Sache, mit Bubscher und Wänscher die Freude ausmache. Die Junge und Mädcher, sie rufe im Chor, gell, Christkind, komm wirra im nächsten Jahr. Rudolf the Red-Nosed Reindeer, Michael Becker. Die wilde Fahrt durch den bewaldeten Hunsrück fordert vom Weihnachtsmann seit Jahrhunderten größtes fahrerisches Können. Ein Rentier von einer Kutsche will gelenkt werden, aber 8 Rentiere auf einmal? Das geht nicht immer gut. Einmal ist der Weihnachtsmann bei Emmelshausen aus der Kurve geflogen, weil er vergessen hatte, die Kinder in Karbach zu besuchen. Komet, Rudolfs Partner im Zuggeschirr, hat in letzter Sekunde daran gedacht und den Schlitten stramm nach links gezogen. Pech nur, dass Rudolf, der Leithirsch mit der berühmten roten Nase, das nicht gemerkt hat und weiter geradeaus gezogen hat. Komet musste deshalb hart nach links ausbrechen, was die anderen Rentiere so verstanden haben, auch hart links zu drehen. Und schwupps. Schwupps liegt die Kutsche im Dreck. Und mit ihr der Weihnachtsmann und all die Pakete und schönen Sachen für die Kinder aus Karbach. Der schlimmste Unfall aber ist im letzten Jahr im Sohnwald passiert. Dort gibt es, wie ihr sicher wisst, viele einsam gelegene Forsthäuser und Hütten. Und in manchen davon wohnen auch Kinder mit ihren Eltern. Und die wollen auch beschenkt werden. Und weil der Weihnachtsmann ja nie Zeit hat, weil so viele Kinder auf einmal beschenkt werden wollen, gerät die Fahrt durch den Sohnwald jedes Jahr zu einem Höllentrip. Ups! Höllentrip darf man im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmann ja gar nicht sagen. Nun ja, ihr wisst sicher, was ich meine. Aber ich will euch ja von dem Unfall erzählen. Also, der Weihnachtsmann kommt aus Richtung Simmern. Sein nächstes Ziel ist Greas Häuschen, wo Lena und Max wohnen. Das ganze Rudel Rentiere hat geglaubt, die Strecke vom letzten Jahr noch wie im Schlaf zu kennen. Es döste, während es im Affenzahn über die Baumwipfel hinwegrast, so vor sich hin. Aber was soll ich sagen? Im letzten Jahr hat es besonders viel geregnet und die Bäume im Sohnwald haben dieses unerwartete Nass zu dem verwendet, was ihre Bestimmung ist, nämlich zu wachsen. Und so ist es gekommen, dass alle Bäume oben auf dem Sohnwaldgrat gute 50 cm höher sind als im Vorjahr. Rudolf dem Leithirsch ist dies nicht entgangen. Er steuert hoch genug über die Wipfel,
Aber schon Dasher und Dancer, die hinter Rudolf und Komet den Schlitten ziehen, fliegen gute 20 Zentimeter tiefer. Was soll ich sagen? Es erwischt das nächste vor sich hinträumende Paar. Donner und Blitzen. Sie rauschen mit ihren Hufen in die kräftige Krone einer 300 Jahre alten Sohnwaldeiche. Ein Krachen und Brechen, die Äste fliegen. Das bringt das nächste Paar, Prancer und Cupid, so aus dem Gleichgewicht, dass die so richtig in die Krone der nächsten Eiche prasseln und von ihr gefangen werden. Rudolf spürt, dass das ganze Gespann von irgendeiner Kraft festgehalten wird und versucht, den Schlitten nach oben zu ziehen. Ihr kennt sicher auch das Gefühl, wenn ihr irgendwo festhängt und nicht mehr loskommt. Je mehr ihr zieht, desto unkontrollierter wird eure Bewegung. Rudolf jedenfalls zieht so fest, dass er aus seinem Geschirr rutscht und kopfüber nach unten stürzt. Normalerweise vermeidet Rudolf schlimme Unfälle, weil seine rote Nase solche Situationen vorhersieht. Aber diesmal ist nichts zu machen. Mit einem deutlich hörbaren Knacks schlägt er auf den Boden auf. Sein Pech ist, dass der Unfall sich ziemlich genau über einem Grat des Sohnwaldes der Wildburg ereignet hat. Die Wildburg ist eine Felsformation mit 10 Meter hohen Felssäulen. Und da hinein fällt unser Rudolf. Der Weihnachtsmann hat das alles nicht verhindern können. Zu Beginn des Dramas hat er zugegeben, auch ein wenig gedöst. Und dann kam er den unvermeidlichen Lauf der Dinge nicht mehr. Dann kann man ihn nicht mehr stoppen. Ihm blieb nur, sich an der Kutsche festzuhalten. Nun ist er froh, nicht selbst in die Felsen gestürzt zu sein. Er schaut sich um, die Schlitten hängt oben in der Eiche fest. Es dauert eine Weile, bis er das himmlische Gefährt befreit hat und unten vor den Felsen landen kann. Aber wo ist Rudolf? Die Kollegen des Leithirsches rufen laut nach ihm, aber machen dabei auch so einen Lärm, dass eine mögliche Antwort nicht zu verstehen wäre. Ruhe, brüllt der Weihnachtsmann dazwischen. Angestrengt lauschen nun alle in die Stille hinein. Ich höre was, stellt der Weihnachtsmann fest, erleichtert, ein Lebenszeichen von Rudolf zu haben. Es ist ein leises Wimmern, das hinter einem der vor ihnen liegenden Felsen hervorquillt. Ich komme jetzt, ruft Rudolf ängstlich. Aber wer ist, lacht einer. Und dann erscheint Rudolf, Potzblitz. Er hat nur noch ein halbes Geweih. Der größte Teil seines rechten Geweihastes ist abgebrochen. Rudolf trägt das abgebrochene Stück in seinem Maul. Als der Weihnachtsmann das sieht, erkennt er sofort den Ernst der Lage. Wehe, wehe, einer von euch lacht jetzt, ermahnt er flüsternd die anderen Hirsche. Wehe, einer von euch lacht. Wer dem Lachen nicht widerstehen kann, soll sich auf die Zunge beißen. Rudolf ist natürlich todtraurig, aber so ein bisschen Schuld hat er ja auch an dem Mistgeschick. Er ist der Leithirsch. Aber was tun? So können sie nicht weiterfliegen und die Geschenke verteilen. Dancer schlägt vor, Rudolf und Komet an der Wildburg zurückzulassen und sechsspännig weiterzufahren. Das will der Weihnachtsmann aber nicht. Er hat auch seinen Stolz. Donner schlägt vor, im Gestrüpp des Waldes einen Ast zu suchen, der dem Rentiergeweih ähnlich sieht und den an Rudolfs Geweihstumpen festzubinden. Alles halb so schlimm. Im nächsten Jahr wächst Rudolf eh wieder ein neues Geweih, versucht er die anderen zu überzeugen. Aber Blitzen meint, der Ast werde bei der Fluggeschwindigkeit niemals halten und wahrscheinlich dem Weihnachtsmann ins Auge fliegen. Dann sei der Schaden noch größer. Vielen Dank, dass ihr alle so gute Ideen habt. Aber ich brauche eine Lösung, die die ganze Saison hält, stellt Rudolf selbst fest. Aber was könnte das sein? Das Geweih muss geleimt werden, stellt Komet fest. Ein guter Schreinerleim. Dann hält das ewig. Plötzlich kommt dem Weihnachtsmann die Idee. Schreinerleim. Ein gutes Stichwort. Weiß einer von euch, wo wir jedes Jahr die vielen Pinocchio-Figuren herbekommen, die sich die Kinder auf der ganzen Welt wünschen?
Ich bin einmal dort gewesen, um eine Ladung frisch geschnitzte Pinocchios abzuholen. An den Weg kann ich mich genau erinnern, ereifert sich Komet. Der Tischler, der sie geschnitzt hat, heißt Geppetto. Er wohnt irgendwo in Italien, genauer gesagt in der Toskana. Deshalb bestehen die Figuren auch aus Pinienholz. Und du findest den Weg, will der Weihnachtsmann wissen? Na klar, zunächst Richtung Italien, über die Alpen und die Poebene nach Florenz, dann links ab nach Osten. Dort wohnt der Meister Geppetto. Schnell ist Rudolf wieder angeschirrt und das Gespann nimmt Fahrt in Richtung Florenz auf. Komets Gedächtnis ist wirklich phänomenal. Das lässt sogar den Weihnachtsmann erstaunen. Schon nach wenigen Minuten landen sie vor der ärmlichen Hütte von Meister Geppetto. Der sitzt zusammen mit seinem Freund Meister Kirsche im Kerzenlicht vor der Hütte und genießt ein Gläschen Rotwein. Schnell hat der Weihnachtsmann den beiden erklärt, was für ein schreckliches Unglück mit Rudolf geschehen ist. Das haben wir gleich, stellt Meister Geppetto fachkundig fest. Mit unserem frischen, warmen Tischlerleim und einer geheimen Zutat kleben wir das Horn. Das wird fester als zuvor. Sie bitten Rudolf und den Weihnachtsmann in die Schreinerwerkstatt und bedeuten, den anderen Rentieren draußen zu warten. Die hätten das zwar auch gerne gesehen, aber sie sehen ein, dass in der Werkstatt nicht genügend Platz ist. Was ist das für eine geheime Zutat, von der ihr gesprochen habt, will der Weihnachtsmann vorwitzig wissen? Das stellt Geppetto fest, das ist so geheim, das kann ich noch nicht einmal dem Weihnachtsmann verraten. Was glaubt ihr, warum Pinocchios lange Nase so fest ist? Warum sitzt sie denn so fest? Dabei zwinkt er seinem Kumpel Meister Kirsche mit dem linken Auge zu. Beide lächeln verschwörerisch. Meister Kirsche stellt derweil ein Töpfchen Leim auf die letzte Glut in Geppettos Ofen und wartet, bis der Leim weich und geschmeidig geworden ist. Dann nimmt er den Tiegel vom Feuer und reicht ihn Geppetto. Der packt ihn, dreht sich um und geht zu seinem Regal und hantiert geschäftig. Dann spuckt er kräftig in den Leim. Aber so, dass es der Weihnachtsmann nicht sehen kann. Mit einem Holzstöckchen rührt er ihn um. So, Rudolf, jetzt ist die geheime Zutat im Leim. Komm her, wir werden dein Geweih sofort reparieren. Wer jetzt glaubt, dass es noch einmal spannend wird, der wird enttäuscht. Schnell ist der Leim auf der Bruchstelle verstrichen, sind die beiden Teile des Geweihs aneinandergefügt, das Teil, das abgebrochen war und das Teil, das noch an Rudolfs Kopf dranhing. Ein paar Minuten warten, bis der Leim ausgekühlt ist und Rudolf steht wieder da, wie der stolze Leithirsch, der er immer gewesen ist. Halt ein bisschen aufregend ist es dann doch noch gewesen, denn der Weihnachtsmann musste noch mit Geppetto und Meister Kirsche ein Gläschen Rotwein trinken. Und das soll man ja nicht, wenn man noch fahren muss. You know Dasher and Dancer, Prancer and Vixen. You know Comet and Cupid, Donner and Blitzen. Say, but you recall the most important reindeer at all. Rudolph, the red-nosed reindeer, had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to love and call him names. They wouldn't let poor Rudolph join in any reindeer game. But then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the other loved him as they shouted out with glee. Then Rudolph, the red-nosed reindeer, you go down in history. Play some, Rudolph. Play some. Thank you.
Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then all the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph, the red-nosed reindeer, you get down in history.